Das ist also das Thema, ist schlichtweg und einfach. Und jetzt müssen wir das nochmal aufbauen, weil wir vorhergehend das Gespräch gehabt haben im Hier und Jetzt, wo die Aufzeichnung nicht gelaufen ist. Will ich bei einer Aufnahme drauf sein oder nicht drauf sein? Das ist jetzt die große Schwierigkeit, dieses Ich, das auf der Aufnahme drauf ist, das bist du nicht. Wenn du auf einer Aufnahme drauf bist. Es ist immer die Identifikation noch mit seiner Persönlichkeit. Und das wirft große Probleme auf, weil da musst du irgendwann einmal loslassen. Diese Erkenntnis, dass egal an was ich denke, auch ob ich an mich denke oder an was anders oder an wen anders, das sind Existenzen, sind vergängliche Erscheinungen, die können niemals irgendetwas wahrnehmen. Es sind, dass die was wahrnehmen, dass die was über mich denken könnten, ist ein klares Zeichen, wie du noch dich mit einem Gedanken von dir identifizierst. Wie du noch infiziert bist von dieser blauen Logik deines blauen Ichs, deines Schwammenhalts. Und du wirst aus diesen Hexenkesseln nicht rauskommen, wenn du das nicht einmal wirklich verstehst, wenn du das nicht akzeptierst. Dieses Prinzip, wo befinde ich mich eigentlich? Wo? AI. Im Schöpfergott, in dem Zentrum unserer Camera Obscura. Ich habe also, wenn wir hier rein physikalisch genauer werden, das ist ja immer wieder, wir haben dieses geschlossene System, die Kammer, und wir haben das außenhalb. Das ist die Entropie, mir fällt jetzt gerade der Tenet ein, der neue Kinofilm von Christopher Nolan. Wenn du jetzt die Kritiken, die ersten Kritiken, die jetzt angelaufen ist, die sind, stehen alle Kopf, die sagen, das ist also, man nennt es immer ein Mindfuck, ein Gehirnfuck ohne Ende, noch viel krasser wie Inceptions und die anderen Filme vor ihm. Da geht es um die Entropie und ich sage immer wieder, diese Entropie ist auch einer in der Physik einer der am meistesten missinterpretiertesten Worte überhaupt. Da geht es nicht mehr um Zeitreisen oder Zeitdilatationen, wie hier in Inceptions, diese klassische Physik, die ja eigentlich der Anfang allen Übels ist und dann doch wieder nicht, weil es sind ja spannende Filme, es sind Vorstellungen, wie die Welt sein könnte. Holofeeling erklärt, wie sie ist, nicht wie sie sein könnte. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich was auszudenken. Du weißt, ich habe früher schon mal gesagt, das Problem ist, zuerst einmal das Problem des unbewussten chronologisch-raumzeitlichen Denken. Das raumzeitliche Denken als Ding an sich ist überhaupt kein Problem, sondern es ist das Problem schlechthin. Es ist das Vorgelegte. Egal, wo du dir was hindenkst, räumlich oder zeitlich, es ist hier und jetzt deine eigene Form, deine Information. Und die Form L, die Form Gottes, ich kann das L natürlich auch mit 70 lesen, dann kriege ich das Joch. Dann mache ich es ganz blau. Es ist letztendlich, alles sind Formellen. Es sind Formen Gottes und du bist der Gott. Es ist der träumende Geist. Und ich betone immer wieder, wir machen hier keine Religion, keine Esoterik und keine geistlose raumzeitliche Physik, sondern wir machen geistige Physik, göttliche Physik, wo alles wichtig ist, was in dir auftaucht und wo alles stimmt. Es stimmt, du sagst nur ja. Aber du weißt genau, wo dieses kleine Fragment einzuordnen ist, dieses Puzzlestück, dieser Gedanke. Jetzt ist es also hier, es geht ja immer um ein geschlossenes und ein offenes System. Ich bin da im letzten Mal schon drauf eingegangen. Ich spreche das immer wieder an, aber ich will es mal ganz einfach machen mit der Glückseligkeit. Diese absolute Glückseligkeit. Und ich zitiere jetzt einmal den Udo, was er vor über 20 Jahren schon gesagt hat. Die göttliche Schöpfung wäre eine sehr ungerechte und grausame Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung, das erste Mal, wenn ich von dir rede, rede ich von dem Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Die Persönlichkeit, die jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich denkst, da musst du dir keine Gedanken machen, der kann nie erlöst werden. Ein Gedanke wird erlöst, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das heißt, du erlöst deine Persona jedes Mal, wenn du an was anders denkst. Aber du erschaffst dieses Problem, nochmal lateinisch, Probleme heißt das Vorgelegte, in dem Moment, wo du wieder an deinen Körper denkst. Dann erschaffst du das Problem Person. Sobald du nicht mehr daran denkst, wird er erlöst. Das Schöne ist aber, dass ausgedachte Dinge, alles Existierende als Ding an sich, von dem, was du machst, überhaupt nichts mitbekommen, so wenig wie irgendwelche Figuren in einem Traum was mitbekommen, wenn du träumst. Das ist hundertprozentig sicher. Außer du denkst es dir anders, dann ist es für dich anders.
dann ist es für dich anders. Egal was du denkst, ein so ein einfacher Satz, egal was du denkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es wird für dich so sein, wie du das mit der nomenonen Intellekt bewertest. Und dieser momentane Intellekt, den du zum Denken benutzt, dieser Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Es ist nicht deiner, das ist die Meinung von anderen. Ja. Deines Umfelds, das du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, wo in der Vergangenheit nie was passiert ist. Und jetzt habe ich ja dieses Beispiel in der Physik mit der Camera Obscura. Das sind praktisch, wir haben ein Bild, das durch diesen kleinen Punkt, den Loch in der Wand, in der Kamera hineinprojiziert wird, jetzt natürlich nur zweidimensional gedacht. Das ist einmal ganz einfache Metapher für Bilder, wo wir eine rechts-links- und oben-unten-Spiegelung haben. Durch diesen Punkt. Mhm. Okay, mhm. Jetzt machen wir mal, das ist die Kamerablende. Mhm. Du denkst jetzt an normalen Fotoapparat mit einer Blende und jetzt ist natürlich interessant, dass das die Idealisierung ist, dass dieser Punkt wirklich ein Punkt ist, ein dimensionsloses Nichts. Das bist du. Das ist der Geist. Das ist L, aus dem alles entspringt. Und in dem sich immer alles befindet, auch wenn was entspringt, durch unsere Symmetrie plus minus. Jetzt in der normalen Kamera muss natürlich da Licht durchgehen, das wir uns ausdenken, also stellt mir die Blende ein. Du kannst jetzt zum Beispiel die Belichtung der Vorderplatte und jetzt mache ich normale raumzeitliche Physik mit Licht, das da ja sich angeblich von außen nach innen in die Kamera durch das Loch reingeht. Und dann muss das durch eine Linse durchgehen. In der Camera Obscura als Ding an sich ist keine Linse, das ist nur ein Loch. Aber du kannst es selbst mit dem Loch, wenn du eine Camera Obscura, die Kiste aufbaust, dieses klassische Prinzip der Physik, und wir machen nur ein Loch und wir machen jetzt aber eine Blende rein, dann wirst du was sehr Eigenartiges führen, dass du mit der Blendenöffnung, mit der Größe des Loches die Schärfe von dem Bild fokussierst. Das heißt, umso größer du die Blende machst, umso größer du dieses Loch machst, umso geringer ist die Tiefenschärfe. Jetzt wissen wir natürlich sowieso, dass es keine Tiefe gibt. Auf unserer Farbbrille. Das ist ja noch mono, momentan ist das Bild ja mono. Das ist ja eine dreidimensionale. Darum habe ich gesagt, das ist eine flächige Darstellung. Wir haben ja nur ein zweidimensionales Bild. In einem zweidimensionalen Bild passiert was sehr Eigenartiges, dass du trotzdem den Fokus verändern kannst. Und jetzt erinnert euch einmal, ich muss das ganz kurz nochmal machen. Ich habe das sehr oft demonstriert, wenn du dich jetzt hinstellst, ich rede jetzt ganz zu einem ganz normalen, deine normale menschliche Logik. Und du hältst vor dein Gesicht ungefähr in 20 cm Abstand deinen Finger. Und du stellst dich jetzt in eine Flucht, dass du sagst, du bist meinetwegen jetzt in einem Zimmer, du schaust aus dem Fenster raus und dann stellst du dich ja so hin, dass in der Flucht das Fenster, das dir tiefer erscheint, ziemlich neben den Finger ist und du schaust dann meinetwegen, wenn du irgendwie rausschaust, dass dann ein Verkehrsschild, der Baum ist oder dass dann Häuser kommen, dass du eine Tiefe hast. Mhm. Und ich sage dann immer, erinnerst dich dran, ganz bestimmt, wenn ich das schon mal gemacht habe, mir so, jetzt schau mal deinen Finger an und schau, versuche mal aus dem Abstand genau den Finger zu fokussieren, dass der Finger in dir scharf ist. Und dann sage ich so, und jetzt schau zum Fenster, schau dir den Vorhang an, der jetzt leicht daneben ist, tiefenversetzt. Mhm. Mhm. Da musst du jetzt mit deinen Augen den Fokus schiebst du. Mhm. Jetzt schau dir den Vorhang an mhm. und jetzt schaust du aus dem Fenster raus und schaust das Haus oder ganz hinten den Wald an. Und dann wirst du feststellen, in deinem Kopf ist nur das scharf, was du anschaust. Da ist der Finger. Und wenn ich jetzt nur von dem Finger spreche, ist das andere überhaupt nicht da, weil du nicht dran denkst. Und sobald ich jetzt von der Tiefe spreche, ist das hintere unscharf. Und sobald du dich jetzt auf den Vorhang fokussierst oder das Fenster fokussierst selber, wirst du feststellen, dass jetzt leicht daneben ist in der Flucht, dass das total scharf wird. Und dann soll ich nicht schauen, an dem Vorhang vorbei, schau das Haus oder den Baum an oder ganz hinten den Wald an. Und es ist immer nur das scharf, wo du dich hinfokussierst. Ja. Und wenn ich dann ganz hinten, wenn du dich ganz in die Pfanne fokussierst, sage ich, und wo ist der Finger, wo ist der Finger? Und dann musst du sofort wieder den Fokus am Finger verändern, weil wenn ich jetzt von dem Hinternbild spreche, obwohl du den Finger vorm Gesicht hast, ist der nicht da. Mhm. Natürlich, sobald wir von einsprechen, hast du so ein Geflackere von Tiefenschärfe. Das ist, weil du mit zwei Augen schaust. Du fokussierst praktisch einen Blickwinkel in die Tiefe. Aber das ist ja nur ein Verändern des Winkels. Ich mache es bloß immer so. Mhm. Mhm. Logisch? Mhm. Jetzt passiert was Interessantes. Und jetzt sage ich, jetzt halt einmal dein Auge zu. Ein Auge. Halt den Finger hin. Wenn du dasselbe spielst mit einem Auge, Max, passiert was Irres, dass wenn ich jetzt sage, und jetzt schau den Vorhang an, dann wirst du feststellen, wenn der Vorhang, dass der gleichzeitig scharf ist.
auch wenn du das weiter hinschaust, du hast jetzt ein Bild in deinem Kopf, wie wenn du eine Fotografie hast, die mit tiefen Schärfe aufgenommen ist. Du änderst jetzt nur noch Vorhang, dann kurz am Vorhang vorbei, den Baum, der Wald. Und du kannst jetzt das, wenn du das als ein Bild siehst, sind all diese drei Dinge, obwohl die tiefer sind, weil es nur ein flaches Bild ist, sind alle scharf. Mhm. Weil du nur mit einem Auge schaust. Mhm. Okay. 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 Du veränderst nur da ganz leicht, darum habe ich gesagt, du solltest das so einrichten, dass der Vorhang, die Bäume, dass die in einer Flucht sind. Sobald du das zweite Auge wieder aufmachst, wirst du feststellen, dass du in der Tiefe nur das scharf hast, was du anfokussierst. Mhm. Das, was ich jetzt sage, ist ganz normale Physik. Das weiß jeder Physiker, der sich ein bisschen mit Optik auskennt. Ich spreche das so eigentlich ein Kind, das ein bisschen nicht nur auswendig lernt in der Schule, der Abiturwissen hat, der müsste das eigentlich komplett nachvollziehen können. Weil ich das jetzt nochmal Allgemeinbildung definiere. Mhm. Was mir das sagen soll, hat überhaupt keiner verstanden. Was mir jetzt wichtig ist, in der Kamera Obscura hast du trotzdem eine Tiefenschärfe. Und die wird gesteuert über die Blende. Mhm. Das ist immer so die Sache im Aufnahmen. Ich habe jetzt gerade gesagt, hier mit der Inge, wenn ich jetzt das Bild von der Inge nehme, oder das Bild, bist du noch dran, Inge? Ja. Bei der Bilder, wenn eingefroren ist. Siehst du, jetzt ist das Bild von der Inge eingefroren, als wenn es ein Zufall wäre. Wenn ich das Bild, habe ich gesagt, von der Inge nehme und ihr Bild friert ein. Wenn ich jetzt das Bild von der Inge nehme, dieses Kamerabild, wo du hast, sage ich jetzt einmal, da ist vorne der Kopf und hinten hast du ganz leicht den Spiegel, den Kamin sieht man oben noch ein bisschen, die Treppe, die hochgeht. Das ist jetzt eigentlich insgesamt, sage ich einmal, durchgehend scharf. Wenn wir das mit einer normalen Kamera aufmachen, mit einer normalen Kamera ein Bild aufnehmen und wir würden jetzt die Blende verändern, kannst du die Tiefenschärfe verändern. Du kannst es einstellen, dass nur, wenn ich die Blende größer mache, ist nur das Gesicht, wenn wir das ausrichten, von der Inge scharf und alles drumherum, was tiefer ist, wird unscharf. Das heißt, die Blendenöffnung in der Kamera, denke immer an die BL-Enden, die polaren Lichtenden, verändern sich. Mit einer größeren Blendenöffnung ist auch die Tiefenschärfe gegeben. Du kannst ja immer bei der Belichtung eines normalen Films, ich mache jetzt normale Physik, kann ich ja zwei Parameter verändern. Ich kann die Blende verändern, um mehr oder weniger Licht auf die Fotoplatte zu bringen oder die Verschlusszeit verändern. Mhm. Wenn ich die Verschlusszeit länger mache, weil die geht mehr Licht auf die Fotoplatte, ich bin in der normalen Physik, mir sträumen sich da die Haare, wenn ich so rede, aber ich bleibe mal in der Logik, dass man in der Schule lernt, was an Universitäten gelehrt wird, weil das alles Blödsinn ist. Aber wenn dir das logisch erscheint, ist das für dich logisch und das ist ja auch richtig, aber sehr unvollkommen richtig. Das heißt, wir wollen eine Fotoplatte belichten und da muss eine gewisse Menge Licht von außen, ich bleibe mal, eine gewisse Menge an Photonen muss auf die Fotoplatte treffen, dass die in dem Bereich ist, dass wir da Unterschiede sehen, dass wir das Bild haben. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, diese Menge, dass das Bild richtig belichtet ist, diese Lichtmenge zu steuern. Ich kann die Verschlusszeit verändern, wenn ich die Blende länger offen lasse, den Verschluss. Geht da mehr Photonen rein, ich nenne es einmal so, wenn ich eine kurze Verschlusszeit habe, gehen weniger rein. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich die Blende, das Loch größer mache. Was ich bei der Blende, kaufe ich mir eine größere Blende, kriegt eine Tiefenunschärfe, was ich versucht habe gerade zu erklären. Eine kleinere Blende war zwar die Tiefe, die ich mir jetzt ausdenke, insgesamt schärfer, aber ich muss praktisch, ich kriege weniger Licht auf die Fotoplatte. Da muss ich die Verschlusszeit länger machen, dass ich länger offen lasse, diese Klappe, wo das belichtet wird. Da kriege ich auch eine Unschärfe, aber da kriege ich eine Unschärfe in der Bewegung, da kriege ich eine Bewegungsunschärfe. Wenn wir jetzt ein Autorennen aufnehmen, irgendwas, was sich schnell bewegt, dann ist man normalerweise bestrebt, um ein bewegtes Objekt auf dem Foto festzuhalten, mit einer möglichst niedrigen Verschlusszeit zu arbeiten, weil sonst, wenn das Zeitfenster offen ist und ich ein bewegtes Objekt habe, verschmiert es ja, wird es unscharf. Es ist eine zeitliche Unschärfe. Ja. Ich kriege, man nennt es eine sogenannte Bewegungsunschärfe. Mhm. Wenn ich jetzt nicht genügend Licht habe, muss ich einen Parameter finden, was ist mir wichtiger, die Bewegungsunschärfe oder die Tiefenschärfe? Mhm. Ich kann ja die Verschlusszeit kürzer machen, dann muss ich aber die Blende weiter aufmachen, um dieselbe Lichtmenge auf die Fotoplatte zu kriegen, dass das richtig belichtet wird. Und dann habe ich aber keine Tiefenschärfe mehr. Das heißt, stell dir mal vor, du bist auf einer Rennstrecke und ob jetzt das Marathonläufer sind oder Autorennen ist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn wir ein Foto schießen, ist entweder das Auto scharf
obwohl das sehr schnell vorbeifährt, weil ich ganz kurz nur das festhalte, wenn ich die Verschlusszeit länger mache, verschmiert, weil in der Zeit, wo offen ist, bewegt es sich ja und dann verschmiert mir aber das Bild unscharf, das ist eine Bewegungsunschärfe. Oder eine Tiefenschärfe, dass nur das Bild des Autos dann scharf ist, aber die Zuschauer im Hintergrund oder hinter der Rennstrecke war total unscharf. Immer ein Kompromiss. Es sind faule Kompromisse. Und darum ist es bei Automatikkameras, wenn du hast, kannst du das einmal auf einen Automatikmodus stellen. Oder was früher, ich habe da jetzt keine Ahnung mehr, wie die Modernen jetzt einstellen, aber das Problem ist ein physikalisches Problem, dass diese Physik, an die du glaubst, mit der du deine Traumwelt verwirklichst, da außen ist ja keine Welt. Die physikalischen Gesetze macht dein Programm. Ich sage nochmal, dein Glaube bestimmt, dass du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest, die sich so um die Sonne umdreht und dass du innerhalb von 24 Stunden ausgedachterweise in eine Phase von Hell und Dunkel durchläufst. Aber wir machen doch schon wieder Zeitfenster auf. Warum ist es da eine Hälfte hell und die andere Hälfte dunkel? Weil du im Hintergrund dieses Konstruktprogramm des heliozentrischen Weltbildes laufen hast. Mhm. Wenn du elementare Sachen verändern willst, musst du deinen Glauben verändern. Mhm. Und dann musst du dich zuerst einmal lösen, dann musst du wissen, wer du bist. Mhm. Und jetzt sind wir wieder am Anfang des Gespräches. Das sind die Kleinigkeiten. Das sage ich jetzt von vornherein wieder normal gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde das jetzt gerne nochmal erklären, ich würde das aufnehmen. Ich weiß, dass das Inge-Programm in ihren alten Eckern will, dass er eben mit auf einem Video drauf ist. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, wir können das trotzdem machen. Du kannst ja das Bild ausschalten. Deine Kamera ausschalten, dann hätten wir bei der Inge bloß ihr Zeichen. Aber ich sage, du wirst auf ewig Probleme haben, weil du das Wesentliche von Holofeeling nicht verstanden hast. Du gehst nämlich immer noch davon aus, dass da außen irgendwelche sind, die das Video anschauen und die dann irgendeine Meinung zu Inge haben. Figuren in einem Traum, Gedanken von dir haben keine eigene Meinung. Die werden die Meinung haben, die du ihnen zusprichst. Und du denkst jetzt schon wieder aus, dass irgendwann einmal irgendein anderer das anschaut. Und ich sage dir jetzt, es ist hundertprozentig sicher, dass es nur einen Allereinzigen gibt, der jetzt dieses Gespräch erlebt. Du erlebst es entweder als personifizierte Figur, die an dem Gespräch teilnimmt, oder du erlebst es als der, der sich dieses Gespräch ausdenkt, jetzt als Video. Mhm. Und es wird jetzt aufgenommen und jetzt angehört, weil alles, was in dir passiert, passiert jetzt. Nochmal, der du jetzt zu sein glaubst, genauer, dieses Programm, das jetzt in dir läuft, bestimmt ganz definitiv, wer du selbst bist. Und alles, was du dir ausdenkst, ob du an dich jetzt denkst oder an irgendwelche andere denkst, sind vergängliche Erscheinungen. Es sind schlichtweg und einfach nur Informationen, und Informationen als Ding an sich werden so sein, wie du sie dir ausdenkst. Und wenn du immer noch glaubst, dass irgendein Gedanke von dir was erleben könnte oder eine eigene Meinung haben könnte, es kann nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, eine andere Meinung haben, wie du denkst, dass er hat. Ja. Die Falle beginnt jetzt, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, was der weiß. Denk wieder an unsere Kiste. Du denkst an der Kiste und du sagst, ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ich sage, in der Kiste ist noch gar nichts drin. Du machst jetzt eine Blackbox, damit entmachtest du dich selbst. Ich weiß ganz genau, was in den Kisten drin ist, die ich mir ausdenke. Ich weiß, was in jedem Kopf drin ist. Und ich bin der Einzige, der irgendwas erlebt. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, wer ich zurzeit zu sein glaube, weil das JCH vom Bücherregal steht. Das vergisst nicht, wer er ist, auch wenn er ein Buch in die Hand nimmt und so ein roten Ich wird. Das rote Ich vergisst, wer er ist, während er das Buch liest. Mhm. Es gibt aber eine kurze Situation, nämlich in dem Moment, wo ich ein Buch in die Hand nehme, weiß ich noch, wer ich bin und was das Buch ist. Das ist das Programm. Das ist der Computer, der immer weiß, wer er ist. Und der dann ganz genau weiß, jetzt läuft das Programm, und der den Fokus nicht nur auf das Licht, was im Bildschirm, auf dem Bildschirm ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das Buch wieder loslasse, wenn ich zum Lesen aufhöre, habe ich das Buch immer noch in der Hand. Das ist die Übergangsphase, wo mir glauben muss. Das ist jetzt der Zustand, dass ich weiß, ich bin jetzt noch, ich habe das Buch noch in der Hand, ich bin XXX, der jetzt vom Computer sitzt. Aber das ist ja nur eine Geschichte, dieses blaue Ich. Da habe ich die Geschichte noch in der Hand, aber ich bin nicht versunken, dass ich mich reinlese und plötzlich mich vergesse. Denk an mein Beispiel, du nimmst und liest einen Roman. Da ist noch der Körper da, der symbolisiert jetzt rot geschrieben das rote Ich. Der nimmt das Buch, dann taucht das Buch auf. Ich
Schlag auf aus dem Film, Seiten in dem Buch, klappe ich eine Seite auf, fokussiere mich auf ein Wort, dann höre ich plötzlich eine Stimme, ich bin doch derjenige, der spricht. Und du darfst nie vergessen, dass du auch der bist, der sich die Geschichte ausdenkt. Ja, klar. Das heißt, jedes Buch, das du, alles, was du prinzipiell, was in dir auftaucht, wird, kommt aus dir, wird aus dir erschaffen. Ja. Du bist der Autor, der Leser, die Figuren, du bist deine ganzen Informationen. Der, der immer ist, ist all seine Gedankenwellen. Er wird aber nicht sagen, die bin ich und die anderen bin ich nicht. Das ist dieser eigenartige Zustand. Das ist so ein simples Beispiel. Und ich muss mit reinschieben, wenn du dir jetzt nochmal die Arbeit machst und du gibst auf Jetzt TV oder was im Internet, Foren, wo so Satsang-Gurus sprechen. Mhm. Es ist, du kannst da ahnen, dass da überall ein Quäntchen Wahrheit drin ist, was das für ein unendliches, im Angesicht dessen, dass sie von dem Nicht-Existierenden reden, dass man selber ist und so weiter und so fort. Und die Reden laufen jetzt ausgedachterweise natürlich, ist ja nur auch wieder nur Pixelmännchen. Das musst du wissen, der ist nicht schuld. Du musst dich fragen, wie interpretiere ich jetzt, zu wem redet der das? Und es ist ja nur eine Spiegelung deiner eigenen Normalität. Ich schaue mir ein Video an, müsste ja fast einmal ans Herz holen, dass wir sowas anschauen. Da können wir Tausende sind da drin. Und das ist so dieses angelesene ESO-Wissen. Und du merkst in der ganzen Physiognomie, da gibt es nichts, was man erreichen kann. Das ist nichts, es hat nie was existiert und all dieses Satsang und das Nichts und in die Stille meditieren. Und da sitzt einer und der redet zu Personen. Das würde ich nie machen, ich rede nicht zu Personen. Das hatte ich jetzt ausgedacht von uns, ist auch eine Interpretation. Immer daran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den ich mir ausdenke, dass der so ist, wie ich ihn mir jetzt ausdenke. Dass er das macht, was ich mir ausdenke, was er macht. Mhm. Bist du schon nicht. Aber ich muss ja irgendwie auf deiner Ebene mit dir kommunizieren. Und deshalb frage ich, ist überhaupt, kann man überhaupt kommunizieren? Du kannst mit Arroganz nicht kommunizieren. Weil die gar nichts Neues wissen wollen. Weil sie ja wissen ja schon in ihrer Einseitigkeit, meine ganzen Christen, egal in welchem Verein, christlichen Verein sie sich zusprechen. Die sind so voller Hass und voller Feindbilder. Die spucken den eigentlichen heiligen Christentum ins Gesicht. Jetzt hatte ich bewusst ausgedacht. Da wirst du meinen, du wirst dich irgendwann einmal lösen müssen. Du musst dich lösen, wo ich sage, von den Babyschritten. In Babyschritten. Das ist so Kleinigkeiten. Ich will nicht ein Video, dass mich einer sieht. Und es schaukelt sich hoch, Inge. Das ist das eigentliche Problem. Du willst auf der einen Seite, und ich habe gerade gesagt, wir wissen, so denken wir uns das, dass die Inge kein Problem hat zu gehen. Sie hat sich alles im Körperlichen, im Weltlichen schon komplett darauf eingestellt, dass sie abreißt, wie meine Inge immer sagt. Und es passiert nicht. Es passiert genau deshalb nicht, dass du die Kleinigkeiten, dass du immer noch in dem Glauben bist, dass irgendwo jemand, den du dir jetzt denkst, dass der auch dann da ist, wenn du ihn nicht denkst. Ich kann das auch bewusst machen. Ich kann mir jetzt bewusst diesen Zuhörer ausdenken, der vom Computer sitzt und sich das Video anschaut. In der Zukunft? Nein, der kann das bloß jetzt anschauen. Du kannst es nur alles, was du prinzipiell zu sehen, ehe, bekommst, siehst du jetzt. Und dieses Jetzt unterliegt einem ständigen Wechsel. Und jetzt könnte ich dann nochmal sagen, es wäre eine traurige Schöpfung, wenn ich deine persönliche Erlösung, die Öffnung dieses Gefängnisses deiner Logik, das ist ja offen, du bist doch derjenige, der nicht unlogisch werden will, der nur auf den Gleisen dieser vollkommen einseitigen, unvollkommenen Logik fährt. Dein Schwamminhalt, das ist die Prüfung. Du willst doch nicht loslassen. Du willst doch nicht was Unlogisches für dich, wohlgemerkt, Unlogisches zulassen. Und das ist das Gefängnis und du wirst nicht erwach werden im klassischen Sinn des geistigen Erwachens. Du wirst nicht wach werden, das ist übrigens W8, doppelt aufgespannte Schöpfung einer Kollektion. Ach ist der Bruder. Du wirst nicht wach werden, das ist, ich bin der Stachel in deinem Fleisch. SD, rot gelesen, bewusst immer seiend. 60, 400, rot gelesen. Ach ist der Bruder, Bruder, L ist Gott. Ich bin der Stachel in deinem Fleisch. Aber ist das Fleisch nicht das Becher, die göttliche Botschaft? Ja. Fle ish, das Wunder der Gestaltwerdung hebraisiert. Shi Elef, das Geschenk der Unendlichkeit des einen, des Elef. Das muss man natürlich jetzt die Vatersprache verstehen, sonst rede ich Chinesisch.
Qi ist das Leben. Qi ist übrigens gespiegelt Ich. Aber ist nicht deine Persona gespiegelt dein eigenes Ich? Ja. Und es ist halt die Schwierigkeit mit dem Rai. Dieser rot geschriebene Rai, dieser Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Ich sage immer wieder, wenn wir blau lesen, haben wir zuerst einmal SBI. SB, das raumzeitliche Wissen deines Intellekts. Hebraisiert ist SB die Schwelle und Becken. Und das I am Ende ist Besitzanzeigen des Fürwort. Mein. Nein. Das ist meine Schwelle, meine logische Welle. Mhm. Und das Egel, wo dann noch kommt, das goldene Kalb, habe ich ja so oft erklärt, heißt auch Runden drehen, kreisen. Um das Heilige herumkreisen, das ich als heilig definiere. Und das ist nicht das Kalb, das die anbieten, das musst du selbst werden. Ja. Wenn du Gott anbietest, musst du die Fähigkeit haben, dich selbst anzubieten. Dieses Ich, das du auch bist, immer bist, von dem du noch nichts weißt, weil du dich noch mit einem ausgedachten Ich verwechselst. Und dieses ausgedachte Wissen ist dein Spiegelbild. Jetzt ist ja dieser Rai, dieser R-A-I, hebraisiert rot, der Kopf des Schöpfergottes. Wir können natürlich das Spiegel auch hebraisieren, dann kriegen wir Bewusstsein. Ist das immerseiende Gott? Das ist das SBI rot. Dass wenn du jetzt vorm Spiegel stehst, ist ja immer interessant, hier bin ich und dort sehe ich mich. Aber weder die Peripherie des Hier oder des Hier sieht was, sondern nur der Rai. Das ist unser roter Kopf. Der Kopf des Schöpfergottes, was wir Spiegel nennen. SBI nochmal. Bewusst, die Weisheit Gottes ist ein Punkt. Das ist unsere Kamera Obscura. Das ist dieser Punkt. Und da wir eine hundertprozentige Tiefenschärfe haben, muss dieser Punkt, die Blende, muss unendlich klein sein. Ein Nicht sein. Mhm. Und wenn du jetzt da reinschaust und du schaust dich an, du musst es wirklich einmal, stell dich vor dem Spiegel hin, wie intensiv dieses Gefühl ist, dass du vor dem Spiegel stehst. In der Regel in deinem Alltag achtest du auf den Spiegel überhaupt nicht. Da ist bloß der, der schaut und er stellt sich das vor, was er zu sein glaubt, als Spiegelbild. Ich sage mal wieder, wenn du dir einen Biegel ausdrückst, weil du da einen Biegel hast und dann drückst du rum, da denkst du nicht an den Spiegel. Du denkst niemals an den, der du bist. Du denkst immer nur an dem, der du zu sein glaubst und deine Spiegelbilder. Und wenn das dann rausspritzt und es macht Klatsch auf dem Spiegel, dann erst wird dir bewusst, hey, da ist ja ein Spiegel dazwischen. Das, was du übrigens raus aus dem Pi. Wenn wir dann ganz genau waren in der Sprache, ich habe gerade von einem Bickel gesprochen. Pi ist ja die Weisheit Gottes. Alles, was aus dir herausspritzt, ist die Weisheit Gottes. Das ist übrigens immer wieder unsere Haut, kriegt eine kleine Blase. Ich sage immer wieder einen kleinen Hügel, das ist unser Wellenberg. Und da ist Ei da drinnen. Ei, wir machen mal das mit AI, so wie wir sprechen, das ist der Schöpfergott. Und TR ist die erscheinende Berechnung, das ist die Reihe, die Spiegelwahrnehmung, wenn wir das hebraisieren. Passt schon wieder zufällig super, ne? Ja. Wenn man dabei ist. Das ist Eider. Übrigens, das, was du ich nennst in Bezug auf deinen Körper, nennt sich Korpus. Bus ist der Eider. Kor ist das Herz. Das ist der Herzeider. Ich werde jetzt das C-Quadrat, das ist unser Licht, und das Ora 70, dieses Licht, das erwacht. Und Pus ist der Eider, das ist ein Herzeider, das ist der Korpus. Und jetzt verknüpft sich das, es ist so ein Nichts, was ich dir mitteile. Und es erschreckt, oh, ich muss ja noch so viel lernen. Nein, musst du nicht. Du musst einfach nur das werden, was du immer bist, rumgeschriebene, allumfassende Liebe. Das, ich erfordere das absolute Einverstandsein mit alles und jedem, was in dir auftaucht, weil du weißt, das ist der Teil von mir. Ja. Jetzt werde ich da mit dem Satz, hoffe ich, dass ich ihn fertig kriege. Es wäre eine extrem ungerechte Schöpfung von einem, sagen wir mal, von einem Schöpfergott, wenn deine persönliche Erlösung, diese Erlösung aus dieser Persona, aus diesem Gefängnis, aus diesem Körpergefängnis, das ist das raumzeitliche Wissen, wenn das davon abhängig wäre, dass du zuerst einmal irgendwelche, die du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen müsstest. Das ist, wenn ich deine Freiheit abhängig mache würde von den Menschen, die du dir ausdenkst, würdest du nie frei werden. Warum ist die ganzen Demonstrationen, all das ganze Zeug ist so unendlich sinnlos? Es ist
eine Demonstration, dem Monstro, da steckt das Monster mit drin, eine Demonstration von Geistlosigkeit. Ich müsste mir ja nur anders denken. Aber um was vollkommen anders zu denken, brauche ich ein anderes Programm, eine andere Logik. Genau. Was du denkst, was du immer so denken, wie was deine Logik der zweite dir vorschreibt. Ja. Das heißt, diese Schöpfung, deine Befreiung, mache ich nur von einem Allereinzigen abhängig, nämlich von dir selbst. Das heißt, du musst nicht so niemanden, den du dir ausdenkst, von irgendwas überzeugen. Es würde ja mit Holofeeling bewusst gesprochen heißt, wieso willst du einen Gedanken, den du denkst, von irgendwas überzeugen? Ja. Das Problem, das Vorgelegte eines Gedankens, löst sich schon mit dem nächsten Gedanken. Das bezieht sich übrigens auch auf das Problem deiner Persona, deiner Maske. Genau. Frag dich ja mal, wieso du immer und immer wieder mit derselben Maske konfrontiert bist. Weil du nach wie vor das Bestreben hast, es möglichst lange am Leben zu erhalten. Und ich verwirkliche das, was du im tiefsten Innern willst. Du willst möglichst lange leben. Leben. Ich sage, das ist ein Thema, wo du gar nicht wollen musst. Das wäre ja schon. Immer dran denken. Alles, was man sich wünscht, hat man nicht. Weil wenn du das schon hättest, das ewige Leben, jetzt zumindest bewusst, dann würdest du dir das ja nicht wünschen. Du würdest dir eine Sekunde mehr wünschen, möglichst lange zu leben. Wenn du weißt, wer du bist. Was ich dir versuche zu erklären mit Holofeeling. Verwirklichen tut sich in dir das, was du glaubst. Und jetzt, wenn du wirklich neben dir als Geist stehst und du beobachtest dich, ich meine jetzt das große Ich, dein Programm, du durchschaust dein Programm, dann wirst du dir eingestehen, dass in dem Programm immer noch der Glaube drin ist, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Das sich übrigens gnadenlos verwirklicht, dass du immer wieder in deiner Maske, in deiner Persona aufstehst, jeden Morgen. Dass du dann nicht willst, dass andere was denken, die von mir, wenn ich jetzt auf einem Video drauf bin. Das ist alles Hirnwichserei, das sind Konstrukte innerhalb dieser Logik, die du nicht verlässt mit diesem Denken. Das ganze ESO-Geschwätz, alles, mach dir doch einfach bewusst, egal was in dir auftaucht, das ist eine Gedankenwelt, die als Ding an sich nichts wissen kann, die so ist, wie sie von dir jetzt geträumt ist. Und der träumende Geist, als den du dich jetzt setzen solltest, wie ich immer wieder sage, der ist ja auch was Ausgedachtes. Ist auch ein Dasein müssen, der ja nur existiert, wenn du dich jetzt als träumenden Geist denkst. Darum sage ich, der bist du aber immer. Der kann sich nicht raussuchen, was er träumt. So wenig wie irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein könnte, wie er von dir geträumt hat, wie du ihn dir ausdenkst. Das ist kein ESO-Geschwätz, wie oft soll ich das noch sagen? Sofort überprüfbar. Vorausgesetzt, du bist das, was ich behaupte, dass du bist, nämlich Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist niemals irgendein existierender Mensch. Das wird übrigens in der Esoterik auch erklärt. Die verneinen sich auch laufend. Als Personen. Reden aber laufend als Personen mit Personen. Das, was ich jetzt hier bei Videos mache, dass ich sage, ich erkläre das jetzt. Einzig den, der mich ausdenkt, nicht irgendeinem Pixelmännchen oder einen, der jetzt vom Computer zu sitzen glaubt, das ist auch was Ausgedachtes. Ihr wisst, ihr, sage ich jetzt, der eine Geist, der den Udo kennt, mit der mit mir konfrontiert wird, dass ich genauso auch spreche, wenn ich auf deiner Verabredung bin. Dass ich da auch nichts anderes behaupte. Dass diese sinnlich wahrgenommene Information jetzt in dir drin ist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und in dem Punkt, wo wir zusammenfallen, das ist der, wo die Blende auf Null gedreht wurde. Das ist diese Null mit einer Peripherie, die rein imaginär ist. Imaginär. Im Meer. Immer. Und da spielt sich alles ab. Jetzt ist die Frage, wir haben immer zwei Seiten. Rede ich von UP-Rot, verbundene Weisheit oder aufgespanntes Wissen? Das ist wie mit unseren Innern. Reden wir von dem absoluten Inneren oder reden wir von dem Innerhalb, das schon ein ausgedachtes Innen ist? Genauso gibt es einen Geist, einen absoluten Geist und einen ausgedachten Geist. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Es ist eine Information, ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Es ist ein Gedanke. Und jetzt kommen wir die Kategorie zwei Fragen. Existiert jetzt Gott oder gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Ich sage jein. Wir müssten zuerst lernen, was das ist, was du Gott nennst.
Jetzt ist es ein Gedanke. Aber wer denkt sich den Gedanken? Gott. Aber sobald du das sagst, ist es ja schon wieder ein Gedanke. Dieses Nicht-Existieren-Können, dass wir selbst sind, dass du nie werden kannst in Bezug auf Existieren, dass du schon immer im Meer bist. Und da merkt man schon, wenn ich das immer so betone, dass dieses Deutsch und das Ivri und alle anderen Sprachen eine ganz eigenartige neue Form, Form L für Welterschaffung ergeben. Ergeben. Erweckter geistiger Sohn. Das ist ergeben. Mhm. So ist es. Und ich sage jetzt immer wieder dazu, an deiner momentanen Rolle, Volumen, hat nichts mit Raum zu tun. An deiner Rolle, die du spielst, solltest du gar nichts verändern wollen. Du bist doch derjenige, der laufend so oder so sein will. Jetzt bin ich wieder ausgerufert. Deine persönliche Erlösung hängt nicht davon ab, dass du irgendeinen Gedanken von dir, von irgendetwas überzeugen müsstest. Es wäre auch eine extrem ungerechte Schöpfung, wenn du jetzt Hebräisch oder Physik studieren müsstest. Ich sage dann immer, dann würde unser kleiner Schäfer, der jeden Morgen aufsteht, glücklich mit sich und seiner kleinen Welt und mit den Schäfchen losmarschiert, der hätte ja keine Chance, ins Himmelreich zu kommen. Ich sage, nee, der hat sein Himmelreich auf Erden, wenn er das so praktiziert. Ja. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass dir immer eins klar sein muss, da hast du auch deine Auf und Abs und das, was man tun muss. Die Frage, kannst du das, was du jetzt tust, in deiner Rolle einfach mit Freude tun? Also ich habe immer den Eindruck, wenn ich den Film Hannibal Lecter, den symbolisiere ich jetzt mit dem Schauspieler, der diese Rolle des Menschenfressers spielt, dass der förmlich Freude hat, den Bösen zu spielen. Der Schauspieler. Mhm. Wenn man sich so richtig in eine Rolle reinfallen lässt. Was meinst du, was der Udo für eine Freude hat, hier den Narren zu spielen? Ja, so eine tolle Rolle. Den Dilettanten-Bätscher. Du weißt, Inge, es kann immer wieder, es macht Spaß, auch einmal einen Narren zu spielen. Ja, hin und her. Kannst du dich noch erinnern, wie wir, jetzt muss ich eine raumzeitliche Geschichte machen, wie du mich einmal auf Mallorca eingeladen hast, wie wir in dem Hotel am Frühstückstisch gesessen sind und da waren hier schräg hinter uns diese zwei Heimsessen. Ja. So Aussteiger in Mallorca und die haben, das haben wir so im Hintergrund, die haben ziemlich laut gesprochen. Die haben hier extrem philosophiert, so super gescheit dahin philosophiert. Jetzt bin ich, ja. Bist dabei? Ja. Und wo dann der eine sagt, ja, und hier, wenn die Menschen die Geschichte von Belsazar verstanden hätten, wenn die von Belsazar die Geschichte verstanden hätten, dann hätten die keine Probleme, dann wäre alles klar. Die haben so tiefgreifend philosophiert. Der eine hat aber ein Fragezeichen auf den anderen und der andere hat aufgesprochen ohne Ende. Und dann hat der Udo am Tisch, ich habe dann einfach zum Sprechen angefangen, zu außen nichts, weil man der Wort, die waren ziemlich laut. Die Mitternacht zog näher schon in stummer Ruhe lag Babylon, nur droben in das Königsschloss, da lärmt das Flacker des Königs Dross. Dort oben in das Königssaal besaß er hit sein Königsmahl. Und so weiter und so weiter. Und dann hat er natürlich sofort gestutzt, weil ich absolut laut gesprochen habe. Und dann hat er seinen Kumpel angeschaut, der weiß es offensichtlich. Oh, Insider verstehen den Witz. Mhm. Ja, es ist immer so eine Sache, das geht nicht um Wissen. Das ist der Weg, geh den einfachen Weg. Egal welchen Weg du gehst, du musst ihn sowieso gehen. Aber der Weg, wenn der weg sein soll, ich habe ja gesagt, die Trinität des Weges, wahrlich, ich sage dir, ich bin die rot geschriebene Wahrheit, rot geschrieben. Der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Da musst du weg sein. Du musst etwas sein, was gar nicht existieren kann, sonst bist du nicht ewig. Ja. Das ist, ich bin der Weg. Der Weg. Mhm. Was ja interessanterweise Derek heißt auf Hebräisch, es schreibt sich DR Kaf. Mhm. Geschlossener Kopf, das Kaf am Ende heißt dein. Dein geschlossener Kopf. Mhm. Ich mache mal ganz kurz das Bild dazu. Schau,
Das ist das Geheimnis. Diese Tabelle ist das Wertvollste, was es in deiner Welt zurzeit gibt. D, geschlossen, immer, symbolisiert den geistigen Kopf. Und Kaff ist das absolut Vorhandene, ist aber definitiv als Suffix gelesen, im Hebräischen heißt es dein, das heißt dein geschlossener Kopf. Dieser geschlossene Kopf, dieser rote Kopf existiert, der kann nicht existieren, der ist weg. Und wenn du an ihn denkst, dann existiert ein rot ausgedachter Kopf, der und das Rote symbolisiert etwas nicht existieren Könnendes. Blau gelesen ist es D, die Öffnung einer Berechnung. Und da schreibe ich als Präfix, wie du es dir ausdenkst, weil das ist nämlich hier als Vorsilbe des Kaff, heißt ja wie du es dir ausdenkst und als Suffix heißt es dein, von dir ausgedachtes. Jetzt haben wir ja hier das als Suffix stehen, das D, das Kaff. Das heißt praktisch dein, dein, wenn wir es rot machen, geschlossener Kopf. Das ist der Geist, der träumt ohne zu träumen, der schläft ohne zu träumen. Das wäre der Urgeist, bevor er geknallt hat. Und dieses Wort, wenn wir blau lesen, DR alleine heißt Generation. Das haben wir so oft, diese geöffnete Berechnung heißt deine geöffnete Generation. Und das ist jetzt die Art und Weise, das ist der blaue Weg dann. Mhm. Aber interessant ist, schau, das heißt auch Keldern. Wie Gott. Und dann denk an intern, extern, Eltern. Termi, lateinisch, der N heißt die Reihe, die existiert. Und das ist zwangsläufig ein Spannen eines Bogens. Das ist jetzt trittst du in deinen geistigen Horizont in die Welt einer Verabrede. Wo der Mose natürlich nicht hineingeht, das habe ich so oft erklärt. Du kannst das ganze Land überblicken, aber du selbst wirst niemals da hineingehen, sage ich zu Mose. Wenn du euch grob erinnert. Mose. Ja. Und diese Stelle, wo es heißt, du kannst das ganze Land überblicken, da steht wirklich reitig. Das heißt, der Blick aus der Spiegelmitte heraus. Wenn du in dem Zentrum bist unseres Tetraederspiegels, dann kannst du alle Spiegelungen um dich herum erblicken, aber du wirst niemals in diese Spiegelwelten hineingehen können, weil du immer im Mittelpunkt bleibst. Ja. Da ist Physik, Leute, das ist Physik. Leute, sage ich jetzt schon wieder, Medim ist verkehrt ausgedrückt. Und dann doch wieder, da mir Medim immer bloß blau lesen, MT, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber heißt nicht tot auch so viele? Und MD, wenn ich jetzt das Meer, das immer ist? Ja. Okay? Das ist dann praktisch deine Generation. Wenn man das jetzt, das habe ich jetzt das DR natürlich hier blau gelesen, diese DR, die geöffnete Berechnung. Ich kann aber das natürlich auch ganz rot lesen, dann heißt es, wie gesagt, dein geschlossener Kopf. Aber das wäre ja dort langweilig. Das wäre die Stille, wo die Esoteriker sich hin meditieren wollen. Okay, das ist also hier der Weg. Und der Weg ist ja immer, dass man, die Trinität besteht darin, das kann man wieder wegmachen, der Weg besteht ja immer darin, dass ich sage, ich denke mir jetzt etwas aus, dass eine gewisse Entfernung von mir Weg erscheint, okay, und das dazwischen nenne ich dann den Weg. Aber wenn ich das nicht mehr denke, ist es wieder weg. Das sind das, was ich die ausgedachten Zeitspender nehme. Das Plus und das Minus ist immer gleichzeitig. Da musst du ein Gefühl dafür kriegen. Du leidest an deiner Unvollkommenheit, an deiner Einseitigkeit, der Einseitigkeit deiner Meinungen, der Einseitigkeit deiner Werturteile. Du definierst, das schmeckt oder das schmeckt nicht. Ja. Übrigens das Wort schmecken. Du kommst von den Ecken nicht weg. Logische Gestaltwertung in Ecken. Scham. Und jetzt wissen wir wieder, unser Schem heißt dort. Dort und Name, Wort. Name ist ein Wort, und das ist immer ein geöffneter Ort. ORD mit 70 geschrieben heißt eine erweckte Spiegelung oder eine erweckte Erscheinung. Von Augenblick zu Augenblick, vom Beckenblick, und du veränderst nur immer dieses Flackern deiner von dir ausgedachten Peripherie um dich herum. Jetzt könnte ich wieder sagen, so, jetzt denk vor dir die Augen hin, über dir die Haare. Dann denk jetzt, was hinter dir ist. Stell dir mal vor, was jetzt hinter dir ist. Haar in dir drin ist. Das, was du dir vorstellst, was hinter dir ist, ist in dir. Das ist in dir drin.
Es ist eine Information. Wie oft soll ich noch sagen, eine Außenformation gibt es nur insoweit, dass wenn ich weiß, dass ich das Außen mit einem scharfen S, A, O, B, die Schöpfung noch aufgespannten Polarität ist. Die man natürlich jetzt in allen Richtungen um uns herum immer nur eine Seite. Das ist das, was ist. Und da bist du neugierig oder nicht? Und jetzt ist diese Glückseligkeit, die man erreichen kann, auch wenn man nicht unbedingt ganz glückselig ist, unser Schäfer, wo ich jetzt nochmal sage, der mit sich und seiner kleinen Welt einverstanden ist. Auch, da muss er auch Sachen machen, die ihm nicht unbedingt gefallen, ausmisten oder Futter für die Schafe herholen und so weiter und so weiter. Aber der das gerne macht, der für den das eine Berufung ist. Ich sage, es muss eine, das, was du machst, muss eine Berufung für dich sein, sonst wirst du sowieso nicht glücklich werden. Mhm. Ist der schöne Satz, wo ich sage, wenn du das wirklich mit Liebe tust, was du machst, würdest du sogar dafür bezahlen dürfen, wenn du es, um es machen zu dürfen. Das ist, was du immer so hobbymäßig machst. Wenn du dir Sachen, interessant, ein Hobbyschreiner, der sich eine Drehbank oder was in seinen Keller stellt, aber irgendeinen Job macht, den dann ankotzt, wo er das Geld damit verdienen muss, dass er dann hier basteln kann in seinem Keller und schreinern oder was auch immer tun kann. Mhm. Ist eigentlich verkehrt, warum hat er dann nicht gleich einen Schreiner gemacht? Ja. Ich habe immer als Udo gesagt, wenn ich als junger Busch in einem Tonstudio mitarbeiten hätte dürfen, hätte ich Geld dafür bezahlt, dass ich da mit rein darf. Mhm. Du musst den Beruf zur Berufung machen. Wer kann das von sich schon sagen? Ja. Mhm. Man macht irgendwas, was man eigentlich gar nicht so gern macht, um Geld zu verdienen, dass man dann im stillen Kämmerlein in seiner Freizeit das tun kann, was man eigentlich gern macht. Ja. Also da liegt vieles in Argen in deiner Welt. Ja. Wenn man das so sieht. Ja. Das sind natürlich jetzt sehr grobe Beispiele. Mhm. Aber das trauert dem Vergangenen nicht, weil du jetzt die Möglichkeit hast, dir das komplett anders zu machen. Eben. Aber zuerst einmal musst du das einverstanden sein lernen. Darum habe ich jetzt die Geschichte mit dem Schäfer. Mhm. Da sind auch Sachen dabei, die er macht aus Liebe seinen Schafen gegenüber, die er nicht so gern macht, aber er weiß, es ist nötig. Mhm. Das Problem war, das habe ich vor, bevor wir die Aufnahme normal gesprochen eingeschaltet haben, habe ich zu Ihnen gesagt, solange du jetzt irgendeinen Status erreicht hast, wo du meinst, du bist besser wie die anderen, wirst du bezahlen müssen. Du musst für alles bezahlen. Du stürzt gnadenlos ab. Das ist, wenn dir das einmal bewusst wird, dass ich sage, alle, die jetzt ganz oben sind, die Größten werden die Kleinsten werden. Und die Kleinsten werden die Größten werden. Das ist aber immer der Wechsel von der einen Einseitigkeit zur nächsten. Das ist immer, du bestimmst in dem jetzigen Leben schon, wie dein nächstliches Leben ausschaut. Das nächste Leben. Ja. Also selig die, und hört auf meine Worte, selig die, die jetzt krank sind und hungern und arm sind. Aber wehe die, die jetzt total gesund sind und reich sind und erfolgreich sind und mächtig sind. Wehe denen. Jetzt könnte ich sagen, selig die, die ausatmen. Sie werden mich als nächstes einatmen. Aber wehe die, die bis jetzt nur eingeatmet haben, meins, 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 die werden ganz gewaltig als nächstes wieder ausatmen. Selig die, die jetzt krank sind und hungern, die werden nämlich satt werden. Selig die, die jetzt in der Finsternis leben, bei denen kommt Licht. Aber wehe die, die jetzt in dem ausgedachten Licht, im Sonnenschein ihres eigenen aufgeblasenen Egos leben, das ist eine Shin-Lampe, nur eine logische Lampe, die wird extrem verfinstert. Das ist keine Drohung, ich erkläre dir ein göttlich-physikalisches Gesetz, das du hier und jetzt, wann denn sonst, auf der Stelle durchbrechen kannst. Du, Gott mischt sich da nicht ein, die 200 Gramm rote Gnede als Ding an sich, der eigentliche Geist, wird sich nie gegen irgendetwas wehren. Er ist mit jeder Form, die du ihr gibst, einverstanden. Bist du schon dieser Geist? Bist du schon dieser Geist, der mit jeder Information, die in dir auftaucht, einverstanden ist, die du als träumender Geist erlebst? Wenn jetzt es immer wieder sagen, wie sieht das aus, wenn ich sage, ich zeichne das auf, ist es dir recht, Inge, wenn du mit auf dem Bild drauf bist? Und dann schau, ich sage, du sollst doch dein Wertesystem beobachten. Es geht hier nicht um besser und schlechter. Genau. Ja. Das ist unser Thema. Ich sage, werde zu dem, der vollkommen wertfrei sich bewusst macht, wie ich ticke. Das hat in dem Moment komplett gefällt. Du brauchst, um diese Erkenntnisse zu kriegen, kein intellektuelles Wissen. Das Bewusstsein muss volle Kanne da sein. Und was dir deine Logik, der Zweite, dann noch einredet, wie bewusst du doch schon bist, vergiss es. Das sind alles Fallen.
Es sind alles Fragen. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn du schon die großen Sachen nicht erkennst, ich nenne es jetzt einfach mal groß. GR, der geistliche Kopf, ist ein Ross. Das ist Jesus. Wenn du mich noch nicht in dir selbst erkennst, ich habe jetzt mit in dir selbst erkennst nicht gemeint, dass in dir jetzt der Gedanke UP ist. Es bleibt der Gedanke. Sondern in dir selbst meine ich, dass du ich bist. Du bist der Bestimmer über alles und jeden, auch über den, der du zu sein glaubst jetzt im Moment. Du kannst gar nicht anders sein, wie du dich selbst ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst. Natürlich jetzt alles blau gelesen. Du könntest, wenn du dir es anders denken würdest. Aber dazu benötigt der Computer ein anderes Programm. Du musst das Programm verändern, den Glauben verändern. Und nicht verändern in Form von, das habe ich vorher geglaubt, jetzt glaube ich das, sondern das habe ich vorher geglaubt. Und jetzt glaube ich was, was dem, was ich vorher geglaubt habe, widerspricht. Das ist aber auch richtig, dass egal welcher Glaube in dir auftaucht, immer nur eine Facette von dem ist, was du eigentlich werden solltest, bewusst, was du aber eigentlich schon bist. Wenn dir das wieder bewusst wird. Und das Spiel spielt man alleine, ich kann es nicht oft genug sagen. Dann betone ich immer wieder, halt den Mund. Du wirst so viel Ärger in dir auf und du meinst immer noch, beobachte dich, wie du meinst, die anderen sind dran schuld. Was hast du an dem Satz, wenn du was denkst, ist es, weil du es denkst und ist es genauso, wie du dir es denkst. Das heißt, egal an welchen Menschen du jetzt denkst, der Mensch entsteht, weil du ihn denkst und der ist so, wie du ihn denkst, der hat das gemacht oder wird das tun, was du glaubst, dass er macht oder tut. Du musst den Bereich dieser ständig sich verändernden Gedanken durchschauen. Und dazu brauchst du ein vollkommen neues Denksystem, ein vollkommenes Denksystem. Und da ist dein jetziges Denksystem, dieses fehlerhafte, ist unverändert mit integriert. Also ich kann immer wieder sagen, alles, wenn du ein Videospiel spielst, alles, was du als Avatar, als Männchen in dieser virtuellen Welt magst, alles, was du als jetzt schon außerhalb dieser Welt existierender Brösel, der einen Joystick in der Hand hat und sich selbst durch diese Welt führt, mit seinen Reaktionen am Joystick hier, der ist ja auch was Ausgedachtes. Der ist zwar schon halb außen aus der Welt, aber ist ja untrennbar mit der Welt, auf die er reagiert, verbunden, wo er die Rolle spielt in dem Videospiel. Das sind alles ausgedachte Dinge. Mhm. Ich muss dieses Konstruktprogramm, das aus diesen Reaktionen am Joystick Bildveränderungen macht, dieses Programm musst du verändern. Mhm. Und es wird niemals irgendein ausgedachtes Wesen von dir verändern können. Das kannst nur du und das kannst du dann, wenn du ich bist. Da musst du natürlich programmieren lernen. Und da mir so ewig Zeit um in der Ewigkeit, glaube ich mir, ich höre immer wieder als Udo, jetzt wieder als Udo, die Leute sind so entsetzt, die ihn näher kennen. Jetzt waren hier mein Waldorf und Städler wieder da, der Christian und der Reinhard. Mhm. Er sagt dann der Reinhard wirklich aus einer tiefen, er sagt der Udo, solange ich dich jetzt kenne, du hast so eine unendliche Geduld, du strahlst so eine unendliche Liebe aus. Und da sage ich offensichtlich, der Rudiamann, den ich mir jetzt ausdenke, sieht das ganz anders. Oder der Dilettant Batcher von Robert. Das sind aber alles Menschen, die mich nicht kennen, die leben in ihren Vorurteilen. Das sind ja auch Programme, wenn es da ein Geist im Hintergrund wäre. Momentan ist das für uns nur ein Gedanke. Du hast so eine unendliche Liebe gegenüber alles und jeden und so eine unendliche Geduld. Also, wenn du mal weißt, was Ewigkeit heißt, dann ist das so wascht. Das ist Geduld, ist ja schon immer wieder, wenn man sagt, ich habe nur eine gewisse Spanne zur Verfügung, da können wir doch Besseres tun oder was auch immer. Die Fragen stellen sich nochmal, wenn du deine Ewigkeit erkannt hast. Ich habe in einem noch vor 25 Jahren schon gesagt, vor 20 Jahren schon gesagt, wenn du willst, erzählst du dir 10.000 Mal, bis dir Blut aus den Ohren rausläuft. Mhm. Vielleicht dann irgendwann wirst du dich eines Besseren besinnen. Betonung liegt auf innen. Besinnen. BS. Im Bewusstsein innen. Rot geschrieben. Dass du selbst bist, dass wir sind. Mhm. Weil ich immer und immer von Anfang an, vom ersten Satz, der Überschrift meines ersten Buches, wo ich als Ohrenbarung veröffentliche, und behaupte ich bin du. Ja. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du diese Traumwelt bewusst träumst.
In meine Nubali Schaden sage ich dann Tatvam Asi. Das bist du. Du bist ich. Und nicht ein Gedanke von dir. Du wirst dann merken, du wirst es immer wieder wiederholen und dann mach dir wirklich einmal den Spaß. Ich würde dann nach dem Selbstgespräch durch einmal den Kanal reinstellen und dann hörst du die Satsang-Gurus an. Wo irgendwie alles ein Quäntchen Wahrheit drin ist. Aber die reden dann mit ihren Leuten, mit deinem Geschwätzt, mit dieses Nichts, das nicht existieren kann und was wir sind, was es nicht gibt, was du denkst und die Materie ist Schein und Illusion. Und all das Zeug, das bringt dich auch kein bisschen weiter. Wach macht es keinen. Es schläfert dich bloß immer noch mehr ein. Das ist das, wo ich sage, das, was ich dir erzähle, ist kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz. Wobei überall ein Körnchen Wahrheit drin ist. So ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du mich verstanden und du fängst es irgendwann mal bewusst zu leben an. Du, ich rede mit dem Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Nicht mit dieser Figur. Die wird von mir maßgeschneidert gesteuert. Das sind jetzt die Situationen, jetzt dieses Gespräch hier. Ist es dir recht, wenn ich das aufnehme? Deine Reaktion. Ich habe natürlich dann dazu gesagt, du kannst natürlich auch entweder die Kamera ausschalten, dann sieht man dich ja nicht. Und dann war dir das schon wieder recht. Und da müsstest du ich sein und sofort merken, das Programm ist noch da, ich will nicht, dass mich andere sehen. Mich andere sehen, wie identifiziert bist du noch mit dem Körper? Wieso meinst du, dass du jeden Morgen als Inge wach wirst? Weil da genau diese Identifikation noch da ist. Und dann kann der Udo tausendmal sagen, solange du nicht einen Zustand kriegst, dass es für dich vollkommen als Geist, bewusst rotgeschriebener Geist, Bewusstsein, gleichgültig ist, ob jetzt du diesen Gedanken oder den anderen denkst, ob du an dich selbst denkst, dann taucht er deinen Körper in dir auf oder an einen anderen Körper, ob du einen Schrank anschaust, ob du aus dem Fenster rausschaust. Es sind ständig wechselnde Bilder. Und dieser Geist bist du erst, wenn du vollkommen wertfrei, ohne irgendeine Identifizierung oder Wertung, dieses Spiel beobachtest. Und da hängt natürlich dazwischen die Ursache für dieses Spiel, das ist dein Konstrukt, Wertung und Interpretationssystem. Ich sage immer wieder, beobachte, wie dieses blaue Ich in dich zwingt, so zu reagieren, so zu werden. Und dann immer wieder das Spiel vom letzten Selbstgespräch. Von unseren 16 Zeilen taucht erst einmal 2 auf. Das ist ein Reizauslöser und eine Reaktion gleichzeitig. Dort, wo du natürlich zeitlich denkst, ich sage mal, das ist der Reizauslöser da, ich mache dasselbe Beispiel, in dir taucht ein Hauch von einem Gefühl auf, das ist eine Information, das nennen wir mal dieses Gefühl, nennen wir Hunger. Der Reizauslöser. Dann kommt als nächstes, kommt eine Reaktion, dass du denkst, ich habe einen Hunger. Du kannst das beobachten. Dann denkst du, sprichst selber, ich habe einen Hunger. Jetzt ist aber dieser Satz, ich habe einen Hunger, ist jetzt ja die Reaktion, die zwangsläufig einen Reiz, auch ein Reizauslöser wieder ist. Mhm. Das ist ja beides gleichzeitig, wie hell und dunkel. Mhm. Diese Reaktion, dieser Gedanke, ich habe einen Hunger, ist im selben Moment ein Reizauslöser jetzt für den nächsten Gedanken, ich muss mal Brot machen. Mhm. Dieses, ich muss mal Brot machen als Reaktion, ist aber auch ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, dann wirst du in die Küche gehen. Die Bilder werden sich austauschen. Ich kann das nicht einfacher darstellen. Dass das, was ich widerspricht, beides ist, was du aber immer noch nicht mehr chronologisch, sondern so wenig wie jetzt hier, wenn du in einen Spiegeltunnel schaust, diese eine Lampe, die zu vielen Lampen wird. Es sind keine vielen Lampen. Und die sind auch nicht auseinandergerissen und die sind nicht vor dir. Das sehe ich im Spiegeltunnel, wenn ich mich jetzt auf eine höhere Position bewege und schaue, da ist ja nur ein Lämpchen zwischen zwei Spiegeln. Mhm. Es ist jetzt eine Metapher, weil da ja eigentlich nur ein Reih ist. Mhm. Der Spiegel davor und dahinter, der ist eigentlich schon gespiegelt. Mhm. Der Intellekt. Mhm. Das ist schon ein ausgedachter Spiegel. SBI, meine Shinwelle. Shinwelle. Mhm. Das ist SBI. Mhm. Spiegel. Mhm. Meine Schwelle ist GL. Ist jetzt das geistige Licht oder ist es Gehirnlicht? Mhm. Das Symbol für unseren Verstand, das blaue G. Mhm. Und das, was dein blaues G, dein Gehirn, dein Verstand, dein Intellekt, das Gefühl, ich sage immer, fühlen ist ein Aufwühlen von dir selber. Fühlen ist Willen, ein Aufwühlen. Mhm. Die Produkte, du KD, ich werde jetzt, das ist, es wird eben einfach, es ist sehr, sehr viel und das ist momentan sekundär. Du musst es nicht wissen. Versteh diese einfachen Metaphern. Und du bist der Einzige, der es verstehen kann. Dem, den ich das jetzt erzähle,
Das meine ich mit du. Du bist der Einzige, egal wer du zu sein glaubst. Und dein Leid zu glauben, man hätte was verstanden, Inge, du siehst jetzt wieder Kleinigkeit, es ist nicht an meiner Meinung, dass ich an meiner Inge, du weißt, wie ich dich einschätze, dass ich was rumkritisiere, aber dass du merkst, der Fehlerteufel liegt wirklich im Detail. Man hofft immer noch auf Wunder, die man selber in der Hand hat. Das ist immer wieder das Spiel, wenn du vom Spiegel starr und unbeweglich vor einem Spiegel sitzt und du schaust in den Spiegel und vor dir ist einer starr und unbeweglich, der vor dir sitzt. Und du betest in deiner Erstarrung zu Gott, lieber Gott, lass doch den endlich einmal ein bisschen in Bewegung kommen. Du verlangst, dass ich was für dich mache, was du selbst in der Hand hast. Bewege du dich, dann wird er sich auch bewegen. Verändere du dich, dann verändert sich ich. Sorge dafür, dass ich die Menschen um dich herum, die sind ja nicht um dich herum, die sind ja in dir drin. Diese peripher um dich herum, von dir aus dem Zentrum herausgedachten, vorgestellten, verstreuten Schatten. ZL, Geburt vom blauen Licht. Dass die sich komplett verändern werden. Und zwar so wie in einem Spiegel, so wie du dich veränderst. Du musst der Erste sein. Du musst mit keinem darüber reden. Ich mache jetzt einmal in unserer Geschichte, denken wir uns eine Ruth aus. Ihr Mann und ihre Schipschaft würden sich komplett verändern, wenn sie sich verändert. Nichts ist trügerischer zu glauben, wie ich hab's ja verstanden. Und man denkt dabei an sich selbst, an das, was man zu sein glaubt. Mhm. Als Udo sage ich immer, Udo hat überhaupt nichts verstanden. Wie sollte ein Gedanke von mir was verstehen? Ich habe noch nie was anderes behauptet. Jetzt können wir sich wieder diesen Cinema Paradies und Naturfreunde 5. und 6. Teil reinziehen, diese schöne Geschichte, wo ich da reingepackt habe mit dem Robertbrief. Mhm. Wo ich dann nochmal unseren Weißenbuch-Vortrag anspreche, wo ich sage, der Zeitungsartikel ist von hin bis von der Lüge. Zu denen hat Gott gesprochen. Ich sage immer wieder, ich habe noch nie Stimmen gehört, als Udo. Der bildet sich ja ein, der ist Gott. Ich sage, ich bin ein Gedanke von dir, du bist Gott. Das ist Lüge. Jetzt muss dir klar sein, dass wirklich 99,9% von all dem Zeug, das du in deinen Schwamm dir aufgesaugt hast, auf demselben Mist gewachsen ist. Es sind Lügen, nicht mehr und nicht weniger. Aber sie erscheinen dir logisch. Da kann ich immer wieder sagen, wenn wir dich jetzt als einen Computer setzen, der Computer als Ding an sich sucht sich sein Programm nicht raus. Das ist jetzt das rote Ich, wohlgemerkt ICH, nicht JCH. Der ICH sucht sich das Buch nicht raus, das er liest, sein Schwamminhalt. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Das ist maßgeschneidert von Gott. In jedem Leben hast du was zu lernen. Ob du jetzt einfach nur zu lernen hast, vor nichts und niemandem Angst zu haben oder die Vordersprache zu lernen hast, spielt dabei keine Rolle. Weil das wäre ja schon wieder Wertung. Was ist wichtiger? Das soll ich zuerst einmal vor nichts und niemandem Angst haben und sich vor nichts und niemandem fürchten, das ist viel wichtiger. Da muss ich kein Hebräisch lernen oder mich politisch engagieren, was ja wieder Einseitigkeiten sind. Ich muss einfach nur wissen, wer ich bin und was meine Gedanken sind. Und jetzt mache ich wieder so ein ganz einfaches, kindgerechtes Beispiel. Ich bin immer, das ist mir jetzt bewusst, alles, was ich sehe, sind Gedanken, wenn die aus mir entspringen. Der, der immer ist, wird niemals sagen, die Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Er ist immer alle Wellen, die jetzt in einem ständigen Wechsel in ihm auftauchen. Und da ist keine besser oder schlechter oder größer oder kleiner. Sie sind einfach nur, weil das besser und schlechter und größer und kleiner schon wieder Definitionen sind. Mhm. Ja, aber ich sehe doch große und kleine Wellen. Ich sage, ja, wenn du dir das so vorstellst, du siehst ja auch, dass die Erdkugel, oder glaubst zumindest, dass die von dir groß ausgedachte Erdkugel größer ist, wie der klein ausgedachte Tischtennisball. Mhm. Aber sie sind so, wie du dir die ausdenkst. In dir drin, wie groß sind die in dir drin? Wie groß ist die Erdkugel, wenn du die denkst, in dir drin? Wie groß ist der Tischtennisball? Können wir jetzt alles mit dir, ich könnte auch Atom sagen. An was denkst du bei dem Wort Atom? Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dem Wort Namen, Hashem, wie die Juden das nennen, Gott, zu Gott, die sprechen ja den heiligen Namen Gottes nicht aus, darum sagen die bloß Hashem, hat, Hashem hat gesorgt, Hashem hat. H, Artikel,
Shem, der Name. Mhm. Er, Name. Mhm. Hashem. Im Deutschen heißt es Namen. Mhm. Dass da das Wort Amen mit drin ist. Mhm. Und dass ihm ganz nebenbei die Geschichte, wie ich jetzt sagte, wir waren ja gerade, um das kurz nochmal anzusprechen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Dass das hebräische Wort für Wahrheit Emet heißt, das schreibt sich Amet. A-M-T. Gibt es ja die Geschichte vom Golem, habe ich einmal erklärt. Kannst du dich noch erinnern, Inge? Der Golem. Golem. Ja. Denk an Herr der Ringe. Das ist ja nur diese Gestalt der Golem. Das heißt, ihre Gestalt, ihre Wellen. Das ist ja GL, ist ja die Welle und das M am Ende Besitzanzeichen ist über den Bezug auf Männern. Ihr, auf meine Geistesfunken. Deine Gestaltwerdung sind die Wellen. Und das ist ja nur ein Körper, eine Gestaltwerdung, der eigentlich relativ geistlos ist. Und in dieser klassischen Golem-Geschichte hat der auf der Stirne die hebräischen Buchstaben Aleph, Mem, Tav stehen. Das heißt Emme, das heißt Wahrheit. Und der rastet ja dann aus, hier so wie das Frankenstein-Muster. Und in der eigentlichen Golem-Geschichte ist es so, dass der Meister dann hingeht und das Aleph aus seinem Kopf wegnimmt, auf der Stirn das Aleph wegnimmt. Und dann fällt der Golem in sich zusammen, weil MT, Gestalt gewordene Erscheinung, heißt Tod. Dieses Aleph im Hintergrund, dieser absolut Eine, dieser absolut Eine, ich bin der Erste. Und der Erste ist ein Er. So wie man, wenn man das jetzt so wie man das im Deutschen sprechen, schreiben wir ja nicht ihn, er, sondern einer. A-I-N-R. Das Nicht-Existierende ist erwacht. Kopf, im roten Kopf des träumenden Geistes. Dieses Gespräch jetzt, verspreche ich dir, ist tausendmal mehr geistreichere Philosophie wie in allem, was du zurzeit in deinen weltlichen Schriften findest. Kindgerecht, wenn du Geist bist, eigentlich sofort verstehbar. Wenn du die Gedankengänge mitgehst und wenn du dir das 3-4 Mal nochmal anhörst. Und was ich jetzt an Wörteraufhängen gemacht habe, hängt es davon ab, wie lange du dich schon mit Holofeeling beschäftigst. Dann kann man nur hoffen, dass da Neugier in dir ist, dass du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Und nicht Angst davor hast, oh, das sind ja über 20.000 Seiten. Was sind 20.000 Seiten in der Ewigkeit zu lesen? Mhm. Ein Nichts. Mhm. Ein absolutes Nichts. Schau mal, Inge, wenn wir jetzt nur in dein Leben gehen, wie viel hast du da gelesen und studiert die letzten 20 Jahre? Mhm. War das schwer? Das ist nur ein ständiger Wechsel von Gedanken im Hier und Jetzt. Es hat keine Zeit erfordert. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Ich schiebe mal da was raus. Habe ich von dir bekommen, weiß ich nicht, war ich auf jeden Fall bei dir. Der Gesenius, da gibt es ja mittlerweile, das ist ja ältere Version, habe ich ja zwei dicke, gibt es ja jetzt zwei so dicke Bänder, die neuere Ausführung jetzt die neueste. Mhm. Das ist dieses Althebräisch-Wörterbuch. Gesenius, hebräisch und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17. Auflage. Mhm. Und da war ich bei dir mal zu Besuch vor vielen Jahren. Ja. Und was ich nicht, habe ich es von dir gekriegt oder irgendwie hat mir das dann gegeben. Und dann habe ich das, kannst du dich noch mal erinnern? Mm-mm. Ja, wenn man alt wird, wird man vergesslich. Vergessen ist ein Segen, aber ich wollte es dir nur sagen, ich erzähle dir, wenn du jetzt zurückblätterst, wenn das in dir wach wird, und dann habe ich das gekriegt, dann habe ich mich total gefreut, dass ich vielleicht auch einmal Althebräisch kriege, das hat mir irgendeiner geschenkt, ich weiß nicht mehr wer. Also der Geist, der die Rolle spielt, wenn der das Video hört, der wird sich daran erinnern. Mm-hmm. Was das Interessante war, und dann habe ich das Buch, also diesen Gesenius gekriegt. Und dann, ich habe immer meine Farbstifte damals gehabt. Und dann habe ich das mit auf dem Logo, weil ich mag es jetzt mal ja so. Und dann habe ich das morgen am Küchentisch dabei gehabt. Es ist nahezu unverändert so angestrichen gewesen im Dach drauf. Dann hast du gefragt, wann hast du das eigentlich gemacht? Ich sage, meine Welt ist eine ganz andere Welt wie deine Welt. Ja, das spielt Zeit keine Rolle. Und dann doch wieder. Die Rolle, die sich da bewegt, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und du träumst halt den Traum von dem, der du zurzeit zu sein glaubst, als blaues Ich. Von dem Menschen, von dem Buch, das du in der Hand hast. Wie lange brauche ich, um ein Buch zu lesen? Fall nicht drauf rein, dass du meinst, du könntest ein 15 oder ein 50-Seiten-Buch schneller lesen wie ein 1000-Seiten-Buch. Das Buch dauert so lange, bis du das gelernt hast, was du in dem Buch zu lernen hast. Mhm.
Ein Leben dauert so lang, bis du all das, was du in diesem Leben zu lernen hast, verstanden hast. Es hört nicht auf mit dem Tod. Das heißt, Dinge, du wirst nicht wach werden, solange du die Kleinigkeiten nicht verstanden hast. Du kannst ewig beten, du wirst jeden Morgen als Inge wach, bis du die Inge vollkommen durchschaut hast. Und da glaube ich, bin ich jetzt wieder einen kleinen Schritt in diesen Selbstgesprächen entgegengekommen. Dass ich immer sage, gerade die Kleinigkeiten, wo man nicht haben will, mach dir bewusst an Kleinigkeiten, wo du Angst hast, wo du nicht haben willst. Wenn du die schon nicht siehst, du wirst die großen Hämmer noch gar nicht wegstecken. Vielleicht kann man sich einreden, mit einem großen Schicksalsschlag kann ich leichter damit umgehen. Es erfordert Aufmerksamkeit, sich jeden Moment zu beobachten, wo noch ein Hauch von Nicht-Einverstanden-Sein und Unzufriedenheit ist. Mhm. Und dann wirst du merken, dass gerade Schicksalsschläge, ich mache mal eine raumzeitliche Uro-Geschichte mit dem Vorrat. Mich hat es doch vor 14 Tagen oder knapp 3 Wochen, habe ich doch in Asphalt geküsst bei 20 Sachen. Ein Aneinanderreihen, wenn ich jetzt einen Blödsinn gemacht hätte oder was, ein Aneinanderreihen an unglücklichen Zuständen, das erkläre ich jetzt nicht oder nicht nochmal. Das war innerhalb von Bruchteilen von Sekunden 2, 3 Unwägbarkeiten, die aufeinander getroffen sind, also wirklich zufällig, wie sie ganz selten aufeinandertreffen. Auf einer katzengeraden Straße hat es mich vollkommen hinkaut und dann habe ich natürlich noch, weil ich habe ja bloß ein Leihfahrrad, dass im Fahrrad nichts passiert, habe ich dann gesagt, dann wenn schon, sollte das Fahrrad auf mich drauf fallen. Das Lenkrad war um 180 Grad komplett gedreht. Ich habe das dann da in der Hand gehabt, bloß der Scheinwerfer hat zu mir gezeigt und ich habe dann, du siehst an dem Fahrrad praktisch nichts, weil ich so geschickt mich unter das Fahrrad geschmissen habe, dass an das Fahrrad nichts abkriegt. Kann man ja nicht. Oh Mann. Und dann war ich natürlich böse, Schulter geprellt, so blauen Fleck auf dem und so weiter und so fort. Darum geht es jetzt gar nicht. Was jetzt wichtig ist, das ist jetzt jeden Tag, ich habe immer, jetzt die letzten Tage, heute Morgen, ich stehe auf wie ein Gott. Also ich habe immer nicht gejammert, ich sage, wenn es so ist, bis Ende, aber ich habe jeden Morgen so meine Morgensteife immer mal. Das heißt, in der Mitte, an der Wirbelsäule hinter meine Hüfte. Wo ich jeden Morgen, aber das dauert eine Viertelstunde, bis ich meine Toilette gemacht habe, sage ich ja, und dann ist es weg. Aber hier die Eigenart, jetzt muss ich da wirklich sagen, jetzt heute Morgen bin ich wie ein junger Gott aus dem Bett rausgesprungen. Es ist alles, also wirklich, ich wüsste jetzt nicht die letzten Jahre zurückgeblättert, dass ich so perfekt aus dem Bett rausgekommen bin wie heute Morgen. Und ich sagte jetzt, da habe ich irgend so einen brutalen Schlag gekriegt, da hat sich jetzt natürlich wieder logisch konstruiert, hat sich irgendwas zurückgerückt. Und jetzt, nachdem die ganzen Krusten und alles weggegangen ist von meinen Prellungen, nachdem die sich auflösen, ich bin zurzeit total schmerzfrei. Gestern 55 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, ich habe nicht einmal Muskelkater, gar nichts. Das ist immer wieder, du brauchst diese Schicksalsschläge. Das ist mein Golfbeispiel. Wenn du einverstanden bist mit allem, was ist, weil du sagst, ich warte jetzt, ich sage nicht so eine Scheiße, warum muss das jetzt passieren? Immer dran denken, der alte Gangster da oben lässt sich sehr, sehr viel einfallen, um dir zu helfen. Vielleicht hat er gehört, dass ich jetzt auch, aber das ist ja bei mir nicht einmal der Fall gewesen, da hinkt jetzt das Beispiel, wie ich habe ja nicht gesagt, ich will gesund sein oder ich will, weil ich den Zustand gar nicht kenne, ich bin einverstanden mit dem, was ist. Ja. Ich bin auch mit den Menschen, ich will die Menschen, die ich mir ausdenke, nicht verändern, die sind eh so, wie ich sie mir denke. Was ich als Udo mache, ich ziehe mich immer mehr zurück, weil das wird mühselig. Es trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist so viel Arroganz in den Figuren um mich herum, wo ich dann sagen kann, wie viel Arroganz ist da in mir noch drin? Das löst sich ja auf, wenn du das Prinzip des Träumens verstanden hast. Es ist diese Phase, wo du jetzt wirklich geprüft hast, kann ich das, mein Wertesystem beobachten, ohne mein Wertesystem zu werten? Dann wäre ich noch ein blindes Arschloch. Ich habe gerade gesagt, um mich herum, in der weiteren ausgedachten Peripherie. Ich kenne diese ganzen bösen und schrecklichen Menschen. Kenne ich alle nur aus Medien und passieren. Und ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, die wenigen Menschen, mit denen ich als Udo jetzt auf der Brösel-Ebene persönlichen Kontakt habe, es sind alles extrem liebenswerte Menschen. Die haben oft noch ihre eigenen Probleme und sind trotzdem liebenswert. Die bemühen sich. Holger halt. Holger ist halt der Holger. Aber ich weiß, da ist im Hintergrund der Kallus. Und der Inge ist halt der Inge. Und ich sage, Inge, du bist alle Dinge. Aber da ist im Hintergrund der Schmidt. Und das der aller Weltsnamen,
Jetzt denk immer, die Größten werden die Kleinsten sein, die Kleinsten die Größen. Da ist im Shami, mein Name ist Glaube, DT. Mein Name ist Glaube. Du weißt, Inge, ich weiß, dass du von dem ersten Moment, wo du auf den Udo getroffen bist und heimgefahren bist, wo du gesagt hast, das ist es, hast du angefangen zu glauben. Aber du musst es trotzdem machen, selbst machen. Ich kann dir das Fahrradfahren beibringen oder das Autofahren. Ja. Aber fahren musst du selbst. Darum mische ich mich in die Leben nicht ein. Ich erkläre dir nur die Regeln. Ich erkläre dir zuerst, was du bist und dann ganz grob die Regeln, wie du funktionierst. Soweit es mit deinem jetzigen Intellekt fassbar ist, da brauche ich eine extreme Kleinkindersprache. Darum sage ich, alles, was ich dir jetzt erkläre, mache es auch oft so extrem komplex erscheinen in deiner Logik. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Wenn du die komplette Orientierung, die dir zugänglich ist im Internet, wenn du die von hin bis vorne aufwendig aufsagen kannst, wenn du jede Metapher in den Selbstgesprächen wirklich verstanden hast und selber lebst, habe ich dir auf meiner göttlichen Schieferntafel beigebracht, einen Aleph zu zeichnen. Und ich will dir das Lesen und Schreiben beibringen. Ja. Dann haben wir den ersten Buchstaben drin, den allerersten. Ja. Aber dann können wir mal richtig loslegen. Ja. Und das ist das Spiel, man spielt es mit sich selbst. Darum sage ich ja, deine Traumwelt und das, was du als Figur machst, ist ja gesteuert. Darum ist es mir so wichtig, dass du der wirst, der das, was du zu sein glaubst, beobachtet, wie es reagiert, wie es funktioniert. Und da kann dann zum Beispiel auch dazu, ja, mir ist es eigentlich nicht so recht, wenn ich da von der Aufnahme drauf bin. Ich sage, hier hast du eigentlich das Wesentliche verstanden, da außen ist doch niemand, das sind doch nur Gedanken. Dieses Video schaust du dir jetzt an. Was du siehst und was du daraus machst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Du kannst jetzt glauben, du bist die Inge, dann ist es jetzt, dass das jetzt aufgenommen wird. Und auch jetzt wirst du dir das als Inge nochmal anschauen. Ich gehe davon aus, nicht nur einmal. Wenn du jetzt glaubst, du bist nicht die Inge, dann hast du nur ein anderes Wertesystem, aber du bist derselbe Geist. Es gibt nur diesen einen Geist, du hast nur anders. Du lebst ein anderes Leben und siehst es mit einem ganz anderen Filtersystem. Du wirst es ganz anders beurteilen. Dasselbe Gespräch. Dieses simple Prinzip, wenn das einmal Klick gemacht hat bei dir, dass du das verstanden hast, dass das, was ich jetzt höre, extrem davon abhängt, wer ich zu sein glaube, was ich aus diesen Worten für Vorstellungen mache, wie ich das Ganze bewerte. Ich könnte jetzt wieder, wenn ich mache einfach abstrakte Normen, das ist dasselbe, wenn jetzt hier dieses Gespräch eine Ruth hört, die wird auf die Worte ganz anders reagieren wie das Programm ihres Mannes. Ob da überhaupt der Geist im Hintergrund steht, das bezweifle ich jetzt einmal. Sie hat mit einem Brief, wo sie geschrieben hat, sie hat irgendeine Kleinigkeit war, wo sie irgendwas von Holofeeling, sie traut sich fast nichts mehr sagen, dann wird sie zugeschissen mit Bibeltexten. Also wenn die überhaupt den Inhalt meiner Schriften irgendeiner verstanden hat, dazu gehört auch der Koran und die Dora und die Upanishaden, mit Sicherheit nicht irgendein ausgedachter Brüssel, weil die sowieso nichts verstehen. Also löse dich zuerst einmal, dass irgendeine ausgedachte Kreatur, nenn es Mensch oder sonst was, verstehen könnte, was das bedeutet. Der Einzige, der es verstehen kann, das bist du. Und wenn du es verstanden hast, werden sich die Kreaturen um dich herum verändern. Das ist mein göttliches Versprechen. Versprechen hat natürlich auch zwei Sachen. Ich habe mich jetzt nicht versprochen, sondern eine Versicherung, dass es so ist. Ja. Du kannst immer, schon einmal das Prinzip, dass es für dich nichts gibt, was du bisher nur positiv definiert hast. Kein Wort, das nicht auch was Negatives hat. Und genau genommen gibt es da 16 Zeiten. Jetzt, ich sage mal, diskret gerastert. Zum Beispiel auch einmal verstehen, dass es keine analoge Bewegung gibt. Dass dieses analog zusammenhängende, fortlaufende Zeit, die läuft, die gibt es nicht. Selbstverständlich gibt es die. Merkst du? Der widerspricht sich ja laufend. Mhm. Wenn du dir das so denkst, dass es das gibt. Absolut gesehen gibt es das nämlich nicht, weil nämlich eine diskrete Bewegung und eine kontinuierliche, analoge Bewegung ist nämlich wie hell und dunkel. Es ist ein Widerspruch in sich selber. Die Welle wäre ja gar nicht vollkommen, wenn ich sage, es gibt nur eine diskrete Bewegung, also in Stückchen. Ich mache immer so beim Bild, 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 Bild. Oder dann eine diskrete, schau mal in den Finger an. Da kann ich tausendmal sagen, erstens bewegt er sich gar nicht. Und selbst wenn er sich bewegt, hat es ein digitalisiertes Bild, sind es nur Einzelbilder. Die berühmte Sache mit Zenons Ballen, im Zenons Paradoxa. Dass jeden Moment, wo ich filme, steht der Fall still.
Wenn ich jetzt der Finger in jedem Moment, wo du den anschaust, steht er still. Wenn ich jetzt so sage, pass auf, 21, dann wirst du feststellen, wenn du das jetzt analysierst, dass das 25 oder je nachdem, mit wie viel Frames dein Film jetzt aufrastet, diese Aufnahme aufrastet, Einzelbilder sind. Zack. Die sind immer zack, 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 zack. Dazwischen ist nichts. Und das fällt mir jetzt auf, indem ich mehr Einzelbilder denke. Aber das ist ja die Schwierigkeit hier von Heisenbergs Unschärfe-Reaktion, wo er sagt, du kannst entweder nur den Ort genau angeben oder die Zeit. Beides geht nicht. Zeitfenster, wie ich oft erklärt. Und da ist ein großer Fehler dabei, weil das ja schon wieder eine Kategorie 2 Aussage ist. Du kannst bei einem Teilchen nur den Ort genau bestimmen oder den Zeitpunkt. Und ich sage keins von beiden. Weil dieses Koordinatensystem setzt schon wieder eine Kiste voraus, dass ich jetzt sage, wir machen jetzt einmal ein Koordinatensystem, und wir sagen einfach mal XY-Achsenkreuz und ich kann jetzt genau innerhalb dieser Kiste, dieses XY, kann ich genau definieren, gut, wir denken uns jetzt einen Punkt, wir sagen ganz einfach mal 5x, 7y. Okay, ja, den habe ich doch jetzt genau definiert, ja innerhalb dieser Fläche. Aber nicht absolut gesehen, weil wo ist der Nullpunkt, den du als Ausgangspause setzt? Mhm. Und ich sage dir jetzt, es ist alles genau definiert, es befindet sich jeder Punkt, den du dir ausdenkst, im Mittelpunkt, im Mittelpunkt, in diesem Zentrum der Camera Obscura. Sofort überprüfbar, egal welche Peripherie du um dich rumlegst, wo du immer nur in eine Seite schaust. Bist du jetzt in Bayreuth? Im fünften Stock oder welchen Stock seid ihr? Fünfter Stock? Vierter. Ja. Sind nur die drei Stock. Ebenen. Dritte Ebene. So, jetzt haben wir es. Bist du jetzt in Bayreuth oder bist du in Überlingen? Oder sitzt du jetzt in Zürich oder sitzt du in Wien? Oder in Düsseldorf oder in Hamburg? Wo sitzt du? In welcher Straße sitzt du? Du denkst dir nur um dich herum. Es ist immer, du bist immer das Zentrum. Egal in welches Zimmer du dir jetzt um dich herum ausdenkst, welche Stadt, welches Land du um dich herum ausdenkst. Es ist um dich herum. Es ist deine Peripherie. Das ist das große Geheimnis. Könnte ich noch viel dazu genauer erklären. Und diese simplen Beispiele, die du selbst mit materialistischer Logik irgendwann einmal akzeptieren musst, auch die Tatsache, dass für dich im Meer, für dich Geist, der immer ist, nur das existiert, was du jetzt anschaust und was du denkst und dass genau diese Existenz, ob du willst oder nicht, du kannst es nicht aufhalten, ein ewiger Wechsel besteht, von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, auch wenn du auf Zeitfenster machst und sagst, da habe ich jetzt 5 Minuten dran gedacht und da habe ich das, vergiss es, das ist schon wieder Definition im Jetzt. Eine Sekunde, 1000 Jahre. Ewigkeit. Diese Worte, die ich jetzt gesprochen habe, waren gleich lang da, solange ich dran denke oder die spreche. Es ist die Vorstellung, die du aus den Worten machst, dieses, was vor dich hingestellt ist, was du dir ausdenkst, was du aufspannst, das ist anders. Ja. Aber es ist immer jetzt. Es gibt keinen anderen Zustand wie jetzt. Ja. Da nützt nichts, wenn ein Esoteriker, wenn ich tausendmal sage, ein Esoteriker, die vom Ewigen hier und jetzt sprechen, die wissen nicht, wovon sie sprechen. Schon aufgrund der Tatsache, dass die, von denen ich jetzt spreche, dass die nur Gedanken von mir sind und Gedanken von mir werden immer so sein, wie ich sie denke. Ich denke mir aber Gedanken so, wie im Gedanken sind, nicht wissend und so da sein müssen, wie sie von mir gedacht werden. Bist du schon ich? Oder lebst du noch in dem Wahn, dass irgendein Gedanke, den du dir denkst, mehr wissen könnte, wie du selbst? Kann eine Welle mehr wissen über das Meer, wie der, der immer ist? Ganz simple Beispiele. Sei damit einverstanden, dann hast du es verstanden. Du kannst es natürlich aus Kaufmannsdenken auch akzeptieren, dann bleibst du aber weiterhin ein Tier. Nur es zu akzeptieren reicht mir nicht. Du musst absolut einverstanden sein damit. Ein. Du musst es nicht existierende verstanden haben, was du selbst bist. Und die Worte machen wirklich erst dann Sinn, wenn man dann die heilige Vordersprache versteht. Jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein, oder? Die Inge ist jetzt vollkommen sprachlos. Hast du geschafft.
So muss es sein, Inge. Merkst du die Kleinigkeit? Ich habe jetzt gedacht, ich muss dir da mal wirklich eine kleine Hilfestellung nochmal geben. Das nochmal ins Bewusstsein führen, um was es geht. Man muss sehr, sehr präsent, das heißt absolut im Jetzt sein und wertfrei werden, um zu erkennen, was ist die Ursache, dass ich noch dieses Umfeld habe, dass ich immer noch konfrontiert werde mit dieser Figur, die ich zu sein glaube, wo ich das doch angeblich schon verstanden habe, ich will es doch los haben. Wann erlöst er mich jetzt endlich? Ich sage, du hast es in der Hand. Ja, klar. Und der wichtige Punkt ist, nicht ich will weg sein als der, der ich bin, sondern die Mitte zwischen bin ich und bin ich nicht gleichzeitig. Mhm. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Das muss in dir Geist hundertprozentig erkannt sein, was du bist. Während du noch in der Personifizierung steckst, meinetwegen jetzt, während du noch die Rolle der Inge spielst. Aber wenn du den Punkt erreicht hast, ist dir dann eh was, wie lange der Film Inge noch dauert, weil dann hast du dich auch losgelöst von Leid und Schmerz. Dann wird er eigentlich richtig spannend in den letzten Momenten. Das ist wie beim guten Kinofilm wie in The Game oder was, wo das ja so schnell wird dann am Schluss zwischen richtig und verkehrt, wenn du dich an den Film Game erinnerst, wo dann ja dann vom Hochhaus, sind jetzt das die Guten oder die Bösen, die Guten, dann stürzt du ja nur von dem Hochhaus runter in dieses große Auffangkissen, wo dann die große Geburtstagsparty gefeiert wird, die Wiedergeburt, weil er praktisch vom höchsten Hochhaus hinabgestürzt ist wieder in die Tiefe. Und sein Bruder ist dort und der hat das alles inszeniert, der Bruder vor ihm, und hat gesagt, du warst dabei, ein riesengroßes Arschloch zu werden. Was wir als normale Menschen sowieso sind. Wir sind alle Arschlöcher, weil aus uns kommt bloß Scheiße raus, wenn wir normal denken. Egal welche Logik du anhängst, dann kommt Scheiße aus dir raus. Weil die Logik, solange du eine Logik hast, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, die sagt, die Logik stimmt nicht, das ist falsch, das ist verkehrt, das mag ich nicht, dann kommt nur Scheiße aus dir raus. Wenn du rote Liebe geworden bist, die ist allumfassend, dann gibt es das nicht mehr. Das ist ganz einfach, du musst einfach bloß ich werden. Gut, jetzt, wenn ich jetzt die Ariane wäre, möchte ich auch nicht so alter Sack werden, aber mit ich meine ich natürlich nicht den Udo. Das, was wir sind, du musst etwas werden, was du schon bist. Das nenne ich wieder. Erinnere dich einfach wieder. Da waren normale Worte von Esoterikern, die das alles teilweise sehr gut reden, die toll ist, und das sind jetzt die Bessern davon. Debra waren die Bessern, wirklich die Bessern. Aber wo du merkst, wenn du dann wieder in dein Ausdenken gehst, dass da doch noch so viel Weltlichkeit ist im Normalen. Plus dann das ganze Heer von Nachblabberern, Esos, die das halt mit verschiedenen Worten versuchen, auf dieses Nichts hinzuweisen. So brutal, wie ich jetzt das in dir auslöse, es wird das Wesentliche wirklich nicht in Frage gestellt. Du wirst merken, dann dreht sich dann doch wieder alles um irgendwie Lebenserhalt und Menschen überzeugen wollen. Das ist so, du merkst es ganz einfach. Ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, weil du ja wertfrei schaust. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwelche Menschen von irgendwas zu überzeugen. Das ist jetzt, dass ich sage, ich erkläre es denen, der mich ausdenkt. Die Gedanken sind nicht wichtig, das heißt, der Udo ist nicht wichtig. Und wenn du dich noch auch mit einem Gedanken verwechselst, der ist auch nicht wichtig, dann könnte ich jetzt sagen, der uns ausdenkt, ist wichtig. Und dann muss ich jetzt noch dazu sagen, dass der rot geschrieben ist, dass wir uns jetzt ja einen ausdenken, der uns ausdenkt, aber dass der eigentlich etwas ist, was gar nicht gedacht werden kann. In dem Satz ist wieder alles drin. Mhm. Tatvamasi, das bist du. Das ist der Weg in die Freiheit. Also spiel noch eine Runde Leben, spiel noch eine Runde Brösel, der du zu sein glaubst. Gutes Schlusswort, danke. Immer gute, absolute Ein-Sub-Worte sind es. Ein-Sub. Ja. Das Ende. Ich beschreibe dir das Ende, das du selbst bist. Tschüss.